Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Heute mit Operation Orphix Venom. Das wahrscheinlich letzte größere Event in Warframe für dieses Jahr, zumindest für uns am PC. Jawohl, nämlich für die Konsolen wird das wahrscheinlich erst 2021 rauskommen. Mensch, das hört sich an, als ob man Science-Fiction-Film hier am Gucken ist. Aber wie dem auch sei, wie dem auch gerade sei. Und wir gucken uns halt mal an, was dieses Event so alles sagt, was das so bringt, was man dafür kriegt und was ihr vor allem braucht. Fangen wir am besten an. Damit mal, was braucht ihr überhaupt für dieses Event? Also zwingend erforderlich tatsächlich, weil sonst könnt ihr einfach nicht mitmachen, ist leider tatsächlich, dass ihr die Questreihe von The War Within durch habt. Das heißt, ihr habt den Operator freigeschaltet mit allem Pipapo. Und ihr müsst Heart of Demos auch fertig haben. Erst dann seid ihr quasi in der Lage, dieses Event mitzumachen. Solltet ihr vorher irgendwo noch rumgimpen, dann gibt es leider hier nichts. Davon mal völlig abgesehen. Vorzugsweise, wie vielleicht im Hintergrund ihr vielleicht aber schon sehen könnt, wie ich vor allem auch im Devstream schon erwähnt habe vorher, ihr bräuchtet eigentlich einen Necramech hierfür. Aber nicht zwangsweise, habe ich gemerkt. Weil, wie die Devs schon meinten, wir haben ja glücklicherweise und netterweise ja die Möglichkeit für so ein Rent a Necramech quasi. Also, dass wir so ein Ding mieten gehen können, im weitesten Sinne. Und am besten, ich springe kurz rüber am Markt, weil das gerade super passt. Und ja, der gute Lavos, den wir gerade auch vor uns sehen, der ist übrigens ein Teil der Belohnung, die wir abstauben gehen können bei dem Event. Aber lass mal kurz auf den Markt gucken gehen, nur mal ganz kurz. Ja, Necramechs, ne? Wir können die jetzt kaufen. Ich bin mir fast sicher, dass wir früher die noch nicht kaufen gehen konnten und so erst freischalten gehen müssten. Bei einer Fraktion. Nicht wahr? In Nikralisk. Aber scheinbar haben die Devs sich gesagt, na, wenn das Event schon einen dazu nötig, in Anführungsstrichen nötigt, Nikralisk sich zu organisieren, dann wie wäre es, wenn wir den auch mal anbieten? Für einen kurzen Moment habe ich jetzt gedacht, dass sie das meint mit Rent. Necramech heißt man worden. Ja, geh kauf halt ein, wenn man mitmachen willst. Aber keine Panik. Ihr müsst zumindest zum größten Teil, also sagen wir so, ein paar Leute müssten Necramech haben, weil danach schwer Schaden gefahren werden muss bei der ganzen Geschichte. Aber der normale Operator mit seiner Amp ist tatsächlich elementar wichtig. Ja, ist tatsächlich elementar wichtig. Und am besten, bevor ich lange noch darüber schwätze, wir gehen am besten mal rein und gucken uns die Sache mal live an. Im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir mal einen besseren Einblick kriegen. Und bei dem Event übrigens droppen in der Mission tatsächlich Teile für Lavos und seinem Schrotgewehr. Das heißt, man müsste theoretisch hier nichts kaufen, auch nicht aus dem Event-Shop, wenn ihr nur das Event oft genug macht. Ja, ich habe auch schon mal extra für euch nachgeguckt. Momentan sieht es so aus, es kann sich ja alles so ändern, wie die Devs gerade lustig sind, aber momentan sieht es so aus, dass gerade in diesem Event, wenn ihr es halt ein bisschen schwieriger stellt auch, sofern ich jetzt nicht das Falsche mehr rausgesucht habe eben, aber es sollten 4% Chance sein für jedes dieser Teile, sei es nur Blaupausen oder eben die Teile für die Waffe. Und natürlich die Blaupause für die Waffe. Alles könnt ihr quasi nur durch Drops alleine kriegen. Das heißt, man Worten, bevor ihr die Punkte danach in dem Shop ausgibt, die man beim Event sammeln kann, vielleicht ein bisschen warten. Vielleicht kriegt ihr den guten Lavos einfach so nebenbei zusammengefarmt, ohne dass ihr überhaupt irgendwas machen müsst sonst. Und das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil der Typ ist relativ teuer. Zumindest kann man den Punkten noch anderen Blödsinn anstellen. Deswegen, warum nicht die Punkte sparen? Ja. Aufgesplitten ist der ganze Spaß in drei verschiedene Teile. Jetzt kann ich endlich auch mal die drei Teile sehen. Danke dafür. Weil vorher konnte ich immer nur zwei sehen. Aber ja, wir haben quasi eine Art Einsteigerbereich, wo ihr ab 500 Punkte in der Mission eben so ein Emblem abstauben gehen könnt. Und dann gibt es den Advanced-Modus, wo wir so eine Ayatan-Skulptur abstauben gehen können, wenn ihr 1000 Punkte erreicht. Und wenn ihr danach in dem Endurance-Modus, den ihr immer machen solltet eigentlich später, weil es nämlich die meisten Punkte rausgibt, dann gibt es ab 2000 Punkte eben diesen formschönen Aura-Former. Und noch so einen Zammel-Skin, den ich jetzt... Sepulrax-Skin? Whatever. Es gibt auf jeden Fall noch einen Weapon-Skin. Eine Kleinigkeit noch vielleicht noch. Wir können tatsächlich die Arc-Guns sogar jetzt hier rauskriegen. Das sind nicht Skins. Das sind wirklich die Waffen selber. Und zwar dieser krasse Flamer, Flammenkanonenteil und dieser neue Granatwerfer, der ja kam. Wir können also ganze Gefahren uns schenken, indem wir jetzt hier Platinum ausgeben. Wisst ihr was, ich bin nicht unbedingt für den Nahkämpfer, aber für den, der rumdackert, wäre ich fast dafür. Ich habe mich keinen Bock zu farmen. Muss ich mir auch sehr überlegen. Aber egal, fürs Event brauchen tue ich nicht. Wir werden auch gleich sehen, warum ich das sah. Nur mal zurück hierzu. Und zwar jetzt gehen wir los nach Orphix Venom Endurance. Übrigens, das Event dauert 30 Tage, deswegen keine Panik. Das dauert noch gute 30 Tage insgesamt und da kann man sich noch oft genug drei Maschinen und Punkte zu sammeln, die wir oben nämlich auch sehen, witzigerweise. Und da werdet ihr danach sehen, wir kriegen momentan nicht so schreckliche Mengen an Punkten, aber gehen wir erstmal rein.
beat them back as best you can. If they get the upper hand, get the hell out. Genau, und zwar sieht es folgendermaßen aus. Das ist tatsächlich eine Überlebensmission, im Kern, kann man sagen, ja. Und zwar müssen wir tatsächlich durchhalten, wir müssen aber keinen Sauerstoff dafür sammeln. Das ist der große Unterschied. Wir warten genau auf diesen Sound gerade. Weil jetzt müssen wir ganz schnell zu dem sowohl laufen und eben diesen, zack, und schauen, welche rauskommt aus meinem Warframe, weil hier ist eben dieser Schutzschirm, den ich mal gemeint hatte. Wir kommen dann nicht mit unserem Warframe rein, wir werden automatisch ausgeschaltet, rausgehauen. Deswegen brauchen wir unbedingt den Operator. So, jetzt gehen wir lieber schnell Gas, weil wir sollten nach vorne gehen und ganz schnell die roten Ziele kaputt schießen, nämlich die hier. Wir sehen, ein Operator schafft das relativ gut und schnell. Und wenn er das macht, dann glaube ich, bin ich tatsächlich hilfreich, wenn der Rest auf dieses Riesenmonster da vorne schießt, nämlich dieser Orphix. Ja, das wird zerschossen und wenn das immer zu viel Schaden kriegt, müssen wir eben wieder rumdüsen und die Teile kaputtballern. Da war es zwar unsinnig, weil die anderen dran gekommen sind, aber ich kann mal hier unten hinlaufen und... Aha! Daneben fallen. Nicht ganz, aber hier oben. Jetzt können wir wieder oben drauf schießen und eigentlich ist das schon der Ablauf. Zwischendurch diese roten Energieschutzschirme kaputt schießen und dann den Typen zerblasen und... Yep. Ihr habt es gerade gesehen, das müssen wir nun tun. Effektiv hier in den Raum laufen, wo der Schutzschirm da ist. Jetzt habe ich auch meinen Warframe wieder, weil der Schutzschirm ist weg. Und jetzt warten wir darauf, bis das andere spawnt. Was ihr aber sehen könnt, ist übrigens an der Punktezahl, die übrigens auch danach das ausmachen, was ich danach an Ressourcen kriege hier raus, also an Eventwährung. Jede Sekunde, wo keine von diesen Orphix-Venom-Dinger aktiv ist, oder von diesen Orphix aktiv ist, kriegen wir automatisch für jede Sekunde einen dieser Punkte. Was ich ja schon mal nicht schlecht finde. Ich meine, ist jetzt nicht super, aber ich nehme es auf jeden Fall. Und sofort, seht ihr, bei 315 hält der Spaß wieder an. So, und weiter geht's. Ausgezeichnet. Wir düsen mal schnell durch die Level hier. Wir können auch ein bisschen noch schneller düsen, weil... Wollen wir den Kollegen denn? Oh, und wird schon wieder rausgehauen. Ausgezeichnet. Und ich, mein Job ist quasi, da ich ja so einen Mech nicht habe, zum Schaden machen, mache ich die Dinger in der Zwischenzeit kaputt. Weil ich bin ja als Operator relativ fix und schnell hier durch die Gegend am Düsen. Und kann hier schnell was machen. Und jetzt seht ihr vor das andere, was ich meinte. Ich kann so Nikramesh einfach mal übernehmen. Und kann jetzt gleich ein bisschen mit drauf schießen. Wenn der Typ mal sich heute noch zusammenbaut, heißt es. Komm, bau dich zusammen. Hör mal, vor heute. Deswegen meinte ich, wir brauchen nicht wirklich Nikramesh. Allerdings, der Schaden, den wir hier machen. Erstmal müssen wir das. Okay, schon kaputt. Ich habe wieder in die verkehrte Ecke geschossen. So, jetzt kann ich den Typen mal mitnehmen. Nur mal, damit wir einen Vergleich gleich haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo müssen wir überhaupt hin? Noch. Haben wir ja nichts. Ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Ich nehme hier den Nekramesh, den ich aufgesammelt habe, einfach mal mit. Und wir ballern ein bisschen um uns. Ich muss sagen, das ist schon cool, damit rumzulaufen und zu schießen, ganz ehrlich gesagt. Und trotzdem hatte ich es bis jetzt irgendwie nicht über mich gebracht, lange jetzt immer in diese Demos-Dinger da reinzulaufen, um den zusammen zu farmen, irgendwie. Aber jetzt für das Event ist natürlich schon schweinegeil. So, laufen wir schnell darüber, bevor der mir unterm Arsch zerblasen wird, hier der Kollege. Leider ist der wahnsinnig, ich sag mal, nicht schwer. Das Problem, ich muss aber die Skills alle durchgehen. Oh Gott, jetzt benutze ich alles, nur nicht, was ich will. Und die Gänge sind zu klein für mich eigentlich. Ach komm, krieg ich schon hin. So, wir düsen einfach durch den Schutzschirm, weil das können wir. Und jetzt können wir alles kaputt knallen, hier war es denn des Wortes. Ihr seht, Problem ist, da dieser Nekramesh von mir aufgesammelt worden ist, der macht jetzt nicht den Schaden leider. Auch für die Dinger hier, wenn ich mal so gucke, wie lange ich schießen muss, das dauert eigentlich zu lange. Da ist fast mein Operator schneller mit. So, ballern wir ein bisschen hier mit drauf. Auch der Schaden ist eigentlich katastrophal. Weil der ist halt nicht gemoddet und nix. Der ist halt wirklich nur aufgesammelt in der Mission. Und der ist nicht so wahnsinnig knusprig. Ja, ich weiß, der Schaden kann ich natürlich erhöhen, indem ich in diesen speziellen Modus gerade mit ihm hier gehe. Dumm Problem ist, ich weiß am Anfang noch gar nicht. Aber jetzt laufe ich zum Ausgang, da wollte ich schon gar nicht hin. Vielleicht gehe ich auch kaputt wieder aus. Nur 83. Kann ich mal noch in den Modus gehen? Weil das ist natürlich das tolle Teil, wo man super Schaden fahren kann. Das natürlich haben in der Nähe von so einem... Wie sagt man so schön... Oh, jetzt bin ich auch kaputt. So, das in der Nähe natürlich von diesem Orphix zu haben, wäre sensationell. Oh, cool. Der spawnt doch genau, wo wir sind. Ist das nicht schön? Ich finde das sehr schön. So, ich gehe mal schnell da hoch. Weil ich schnell bin. Und wie ihr jetzt seht, das ist ungefähr so, ich meines Erachtens, ein bisschen schneller als das, was ich mit dem Nekramesh mit normalem Beschuss hinkriegen würde.
Ich meine, ich kann auch mit drauf schießen und es macht gar nicht mal so schlecht Schaden. Wie ihr seht, mein Schaden ist höher, witzigerweise, als der von dem Necromesh eben, den ich aufgesammelt habe. Deswegen finde ich, wenn ihr einen Operator habt mit halbwegs gutem M-Schaden, oh, schon gehe ich platzig, aber sobald ihr halbwegs M-Schaden habt, dann kann es euch auch egal sein. Oh Gott, wo bin ich jetzt gespawnt? Ich hätte mal hin und her rollen sollen. Mein Warframe, sonst spawne ich ja wirklich am Arsch der Welt hier gerade. Das war nicht okay. Das war alles, aber nicht okay. Ah, jetzt bin ich auch dabei. Jetzt bin ich auch wieder dabei. Jetzt kann ich auch beschäftigt aussehen. Ja, nee, aber wie gesagt, selbst wenn ihr keinen Necromech besitzen solltet, ihr könnt tatsächlich Leuten sehr gut helfen, indem ihr einfach ein halbwegs vernünftiger Amp habt. Und dann könnt ihr euch am Rad drehen eigentlich. Gerade wenn es heißt, eben diese, ich sag mal, Schutzschirme zu zerblasen zwischendurch. Ich glaube, das ist elementar wichtig, dass ihr da tut. Und dann können die anderen nämlich sich aufbauen, was denn ist, vor dem Ding und richtig Leuten auf den Sack gehen. Weil hier die Dinger kaputt schießen muss man schon zwischendurch. Und das ist schon wichtig. Und vor allem, wie gesagt, als Operator ist man doch ein Tacken schneller als und beweglicher als jetzt die Necromechs. Deswegen, so schöne Aufgabenteilung, würde ich mal gerade sagen. Ja, und der Mission Score am Ende des Tages war 2908 und das ist umgerechnet eben in die Event-Ressource 290. Das heißt, man kann sagen 10%, beziehungsweise oder umgekehrt, jeder zehnte Punkt hier ist eine Ressource, die wir hier rauskriegen. Ja, und von der Berechnung sieht es folgendermaßen momentan aus. Entweder wir machen die ersten beiden Missionstypen, also normal quasi und advanced, dass jeder dieser Ohrfixe, die wir platt machen, 100 Punkte wert. Natürlich, als Bonus kriegen wir natürlich für jede Sekunde, wo keiner dieser Ohrfixe da ist, natürlich auch noch einen extra Punkt spendiert. Wunderbar, wunderbar. Oder eben wir machen Endurance, was ich ja vorgeschlagen schon hatte, weil es eben die meisten Punkte rausgibt, denn jeder Ohrfix, den wir platt machen können, ist 200 Punkte wert. Zusätzlich gibt es noch eine andere Unterteilung, die ersten beiden, da kommen maximal 24 Ohrfixe. Und bei Enhanced hätte ich fast gesagt, bei Endurance kommen dafür 36 bis zu. Und dann ist aber Schluss und dann müsst ihr raus. Natürlich könnt ihr ja vorher rausgehen oder zwischendurch habt ihr vielleicht oben gesehen, ähnlich wie bei Überleben normalerweise mit Sauerstoff. Wir dürfen natürlich nicht diese Präsenz der Sentients auf 100% kommen lassen, weil sonst haben wir auch verschissen und müssen aus der Mission rausgehen. Was aber auch sehr nett ist, weil man hat auch die Möglichkeit noch rauszukommen und ist nicht dann vorbei, sondern man kann das quasi ausreizen bis zu Ende und muss dann sagen, okay, wir sollten gehen. Ja, und natürlich, je schneller wir natürlich so einen Ohrfix auseinandernehmen, desto länger haben wir natürlich auch Zeit, diese, ich sag mal, Bonuspunkte regenerieren zu lassen. Ja, es ist also vielleicht eine Überlegung am Ende des Tages. Aber ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Punkten, würde ich natürlich mal fragen. Und vor allem, wie teuer ist momentan der Markt? Wie gesagt, an den Preisen natürlich von den Sachen, die wir gleich sehen, kann sich theoretisch was ändern, muss es aber nicht. Und dazu gehen wir jetzt erstmal eben nach Nikralisk. Denn mit dem guten Vater können wir nämlich die ganzen Punkte, die wir die ganze Zeit beim Event auch so sammeln, ausgeben. Und wenn ihr euch mal anguckt, dass allein schon die Blaupause, war denn nicht vorher 2000? Haben sie beim Hotfix vielleicht noch was dran geändert? Egal, aber vorher waren es halt 2000, jetzt sind es 1500 von diesen Phasic Cells, also diese Ressource da. Und generell können wir uns eben alles hier auch organisieren. Aber wie ich schon meinte, alles, was ihr seht, auch witzigerweise dieser Helm, diese Blaupause für den alternativen Helm, droppt dort witzigerweise auch. Deswegen habe ich ihn dort auch her. Und alles mehr oder weniger droppt dort. Bauteile, Klamotten, selbst diese neue Optik eben für den Necromech. Leider droppen hier, das sind übrigens nur Skins, nicht die Waffen selber. Habe ich auch am Anfang gedacht, wow, ich kriege die Waffen her. Nein, nur die Skins dafür, egal. Natürlich diverse Mods noch gerade für den Necromech, wunderbar. Noch ein paar Waffen eben und auch eben die ganzen Arcanas von einem gewissen anderen Event, nämlich dem Scarlet Spear Event, wenn wir uns daran erinnern. Und natürlich, hier können wir auch jede Menge eben an Punkten ausgeben. Ja, ist übersichtlich, würde ich mal gerade sagen, was man hier ausgeben muss von Kosten her. Natürlich braucht man immer einen ganzen Stapel von denen, bis man so eine maximale Stufe kriegt. Aber dennoch ist das gar nicht verkehrt. Und ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen zuschlagen und ein paar von den anderen hier noch mir noch ein paar organisieren. Aber davor werde ich wahrscheinlich aber erst versuchen, vielleicht den ein oder anderen Mod für Necromechs erstmal dort zu farmen. Nicht zu kaufen, weil witzigerweise auch diese Mods droppen da übrigens. Auch diese Mods droppen da. Nichts, was quasi unten drunter kommt, aber quasi was überall hier kommt, zum größten Teil droppt tatsächlich in der Mission. Deswegen einfach mal reingehen und bis um sich knallen. Und wie gesagt, wenn ihr auch keinen Necromech haben solltet, ihr könnt mit einem halbwegs, ich sag mal, agilen... Who would have known?
Ja, danke für die Unterbrechung. Aber nein, ihr könnt natürlich auch in die Mission reingehen und einfach eine gute Unterstützung sein. Einfach immer diese roten Blips zerstören, damit die immer weiter Schaden auf den Offix machen können. Und dann müssen die schwer, teilweise doch relativ schwerfälligen Necromates auch nicht durch die ganzen Level stampfen dafür extra. Weil im Ernst, von der Geschwindigkeit her ist der Operator definitiv schneller als die. Vom Schaden her, ja, das hängt wieder an der Amp. Deswegen, das ist so eine Sache. Wenn ihr keine gute Amp habt, dann wird die Sache natürlich leicht kompliziert an der Stelle. Aber ich denke mal, das werde ich auch so bald noch mit ein paar Leuten testen, das Ganze. Aber wisst ihr was, ich empfehle einfach mal trotzdem in das Event reinzugehen, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht den krassen Necromech am Start habt. Wenn ihr halbwegs eine Amp habt, die Schaden macht von einem Operator, solltet ihr da absolut am Rad drehen können. Und wenn ihr nur Support seid, witzigerweise, auch das denke ich mir eine wichtige Sache bei sowas, wenn ihr da rumwuselt und schnell die Dinger zerstört und der Rest eben Dauerfeuer fällt auf die Orphix, glaube ich, das kann man auch sehr gut hier Punkte rausholen. Vor allem am Ernst, ein paar von den Karten habt ihr vielleicht gesehen, da muss man sehr viel rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und da ist ein Operator einfach mal doch verdammt fix mit, da schnell mal die Level zu wechseln, von der Höhe jetzt. Naja, gut. Vielleicht eine Kleinigkeit soll ich noch erwähnt haben. Diese Orphixe, die ja immer wieder auftauchen, die ihr kaputt machen sollt, die spawnen angeblich laut Wiki nicht zufällig, sondern die haben tatsächlich so ein gewisses Muster, wo sie immer auftauchen. Das kann man sich natürlich zunutze machen, würde ich mal sagen. Wie ihr vielleicht gesehen habt im Video zwischendurch, gerade hat man so ein Ding zerstört, zack, ist schon eine neue da. Und ja, wie gesagt, je schneller ihr das Ding zerlegen könnt, desto besser ist es, weil dann regenerieren sich am Ende des Tages noch Bonuspunkte. Apropos Bonuspunkte. Die hat übrigens schon darauf hingewiesen, dass da auch ein Clan-Event mehr oder weniger dran klebt hier. Ja, wir können also wieder Punkte sammeln, um Trophäe abzustauben. Allerdings haben sie direkt schon gesagt, das startet jetzt nicht direkt am Anfang, sondern das dauert den einen oder anderen Hotfix, damit vielleicht diverse Exploits und Bugs behoben werden. Und erst dann geht das Ganze erst los. Da mache ich vielleicht aber, wenn ich mich dazu hinreisen lasse, da irgendwas im Clan noch vorzubereiten für, werde ich aber extra ein Video dafür machen. Aber generell, ne, wenn Leute hier richtig am Rad drehen wollen und auf Leaderboards großartig sich vortun sollen, wie schnell und toll sie sind, ja, Hidden Event ist mal wieder definitiv eine Chance darauf. Sagen wir mal gerade so. Und ja, ich glaube, da sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Danke fürs Zuschauen. Das war MK3 und ja, das wäre jetzt eben Operation Orphix Venom. Es ist zum allergrößten Teil übersichtlich und ich wollte das Video halt nur so schnell wie möglich rausgehauen haben. Nicht, dass Leute anfangen, dort die Blaupausen und die Waffen sich aus dem Ventshop zu holen oder vor allem aus dem Markt vielleicht zu organisieren, sich großartig. Wenn es die Möglichkeit gibt, das einfach in der Eventmission zu farmen. Was tatsächlich nett ist, muss man sagen. Selbst, dass wir die Optiken teilweise daher kriegen gehen können. Und wie gesagt, ein gut ausgerüsteter Operator ist besser als ein total frischer, ich sag jetzt mal brandneuer und gerade der Level gefundener Necromech. Deswegen, da kann man was machen, auch für Leute wie mich. Nur, wie gesagt, Leute, die natürlich noch vor dem Operator sind, die noch nichts mit Necromech zu tun haben. Das Event ist leider nicht wirklich für euch, weil ihr könnt tatsächlich niemandem in irgendeiner Form helfen dabei. Naja, nun, ne? Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber wisst ihr was, für die, die dran teilnehmen können, wünsche ich schon mal viel Spaß und wir sehen uns wahrscheinlich sehr bald wieder mit einem neuen Video. Vor allem, wenn ich erstmal auf die ganzen anderen Änderungen eingegangen bin, die jetzt mit den ganzen Patch gekommen sind. Ja, verbleiben wir erstmal so und sagen nur noch bis Tage also. Und ciao.